Moin ihr Lieben, grüßt euch. 5.51 Uhr haben wir es. Ich möchte euch aufklären, weil ich nicht weiß, inwieweit ich das bei Instagram schaffe, euch eine ordentliche Message mitzuteilen. Und da ist die Zeit ja auch immer begrenzt. Bin gestern Vater geworden, 9.31 Uhr. Ich möchte euch diesem Video mitteilen, wie das Ganze ablief, wie ich mich fühle danach dabei und auch wie ich damit in Social Media in Zukunft umgehen möchte. Klein zeigen, klein nicht zeigen etc. Ja, ich freue mich natürlich über jedes Kommentar, jeden Glückwunsch, jeden, der mir da irgendwie mich auf meinem Weg unterstützt, sage ich mal. Genau, also ich möchte einfach direkt loslegen, wie das Ganze erstmal, wie es losging. Und zwar, meine Freundin ist gestern um 5 Uhr aufgestanden, habe ich gar nicht gemerkt, hat Schmerzen gehabt, Wehen gehabt. Und ja, man macht dann so einen Trick und man geht in die Badewanne, guckt, ob die Wehen dann nachlassen. Wenn ja, dann ist es noch nicht so kritisch. Wenn sie weitergehen so oder sogar noch schlimmer werden, dann sollte man dringlichst ins Krankenhaus. Da hat sie mich um 7 geweckt. Ich muss dazu noch sagen, in der Nacht, ich bin Fan von Eingebungen und irgendwie von Zeichen. War in der Nacht schon vorher völlig aufgelöst, hätte heulen können. Hab schon sonst welche Gedanken gehabt. Also mir war überhaupt nicht gut in der Nacht. Ich hätte die ganze Nacht schon heulen können. Irgendwann ist meine Freundin aufgestanden, in der Nacht hat sich den Fuß gestoßen. Da bin aufgesprungen, dachte, es wäre was mit dem Kind bei ihr. So, und dann hat sie mich um 6:45 geweckt, hat gesagt, Schatz, wir müssen auch natürlich, da könnt ihr auch schon wieder, ich bin so emotional, was das Thema angeht. Ja, hat sie mich geweckt, hat gesagt, ich glaube, wir müssen los. Ich bin noch einmal kurz mit dem Hund raus. Sie sagt, du musst noch mit dem Hund. Ganz kurz habe ich den Hund kurz pieschern lassen und bin wieder reingegangen. Ja, und dann war sie irgendwie immer noch nicht so ganz sicher und hat dann halt auch Blutungen schon gehabt. Und dann mussten wir natürlich direkt ins Krankenhaus, waren dann auch 7:45 da. Und im Nachhinein an meine Freundin einfach nur krank. Also, wir waren da. Denn 6:45 ungefähr sind hoch. Die Schwester vorne am Tresen dachte auch erstmal, sie übertreiben wieder. Jetzt sitzen die 12 Stunden und tun so, als müssen sie jetzt in den nächsten 2 Stunden irgendwie das Kind gebären. Das dauert eh noch 100 Jahre und alles entspannt. Wir gehen hoch, gehen in den Kreißsaal und Muttermund komplett geöffnet. Ging quasi direkt los. Und ich kann euch sagen, direkt schon, ne? Direkt auf dem Weg zum Krankenhaus und auch im Krankenhaus. Ich hätte die ganze Zeit heulen können. Ich weiß nicht, was los ist, weil ich dachte, ich war der gefassteste Mensch überhaupt. Alles entspannt. Ganz ein bisschen aufgeregt, wo ich drüber nachgedacht habe. Und ich hätte alle 30 Sekunden heulen können. Wirklich, ich muss mich richtig zusammenreißen. Ich denke, Holger, sei jetzt keine Pussy. Deine Freundin kriegt jetzt ein Kind. Und reiß dich jetzt zusammen, weil du jetzt hier die ganze Zeit heulst. Das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. So, und da muss ich echt schlucken. Und dann war es wirklich erst am Wechselspiel die ganze Zeit, weil meine Freundin war natürlich auch voller Schmerzen und so. Das ist klar. Und dann war so ein Mischgefühl aus einfach aufgelöst. Gefühle bei mir, überschwappend einfach. Und einerseits dann aber natürlich auch, ja, dass ihre Schmerzen und einen Menschen, den du so sehr liebst, so leiden zu sehen, das war natürlich endkrass und ja, hat einfach wehgetan. Und ich habe mir die ganze Zeit auch keinen, konnte mir die Blicke auch nicht verkneifen. Ich habe natürlich auch immer geguckt, so wann kommt er. Wir haben am Ende des Tages, haben wir 20 nach 7, 20, 8, 20 nach 9. Also das Kind kam 9.31 Uhr, so. Er war halt schon direkt, Muttermund, wie gesagt, ganz offen. Sie hat schon ganz früh, war der Kopf schon zu sehen. Ich habe von hinten schon gesehen, zwischendrin, war ja die ganze Zeit an der Seite, sie versucht natürlich zu supporten. Zwischendurch habe ich aber auch mal einen Blick gewagt, hat man schon den Kopf gesehen, schon ganz am Anfang. Dann zum Schluss haben die Position gewechselt vom Bett auf so einen Stuhl. Nicht, dass meine Freundin jetzt sauer ist, dass ich sowas sage. Und dann hat es besser geklappt. Und ich bin halt von hinten und habe dann von unten auch immer geguckt. Und dann habe ich den Kopf irgendwann gesehen. Aber ich wusste auch natürlich nicht, wie ich mich verhalten soll. Die ganze Zeit, ich denke, soll ich jetzt richtig so coachen, bis sie so, ja komm Schatz, und jetzt noch doller pressen. Und dann denkst du aber, du willst auch nichts Falsches machen. Die hat übelst die Schmerzen, willst du jetzt nicht, dass sie dir gleich eine Ball hat, weil du dich irgendwie scheiße verhältst oder unangemessen ist. Aber ich habe leicht supportet natürlich immer so. Ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht. Und dann irgendwann habe ich den kleinen Kopf da gesehen. Dann war es auch beinahe schon so weit, Schulter noch raus. Und dann war der Kleine auch draußen. Wurde dann ihr auch erstmal natürlich noch überall so eine Schmiere gehabt, ein bisschen sauber gemacht, wurde ihr dann natürlich erstmal an die Brust gelegt. Und mir, glaube ich, ein paar Minuten später habe ich ihn dann auch auf dem Arm gehabt. Und es ist einfach jetzt, ich überlege jetzt gerade, ich saß hier schon jetzt wieder eine Minute, habe überlegt, wie es ausdrücken soll. Es ist einfach irgendwie wie in einer Traumwelt. Es ist wunderschön. Ich erinnere mich, ich habe, als der Kleine denn da lag, habe ich erstmal so 15 Sekunden mit ihm Augenkontakt gehalten. Und er hat schon so übertrieben viel Haare auf dem Kopf gehabt, dunkle Augen. Und danach die Blicke auch mit meiner Freundin, die wir uns ausgetauscht haben, sind einfach für mich unvergesslich, unbezahlbar. Und ich sag euch, in dem Moment, was mir auch alle andere Väter sagen, auch jetzt die Nacht nicht geschlafen und so, damit will ich mich jetzt nicht aufspielen. Ich würde jetzt mal behaupten, das sind einfach normale Elterngefühle, die jede Mutter, jeder Vater hat. Man rückt endlich mal ein bisschen in den Hintergrund. Man legt sich ziemlich im Fokus ins Leben und man selber ist immer natürlich der Mittelpunkt und auch viel zu sehr übertrieben oft. Ja, und man steckt mal zurück und ist einem jetzt egal, ob ich jetzt schlafe oder nicht, mir ist scheißegal, was auch immer, ist scheißegal. Ich habe den Kleinen Versprechen gegeben, dass es ihm gut gehen wird. Und das ist für mich das Wichtigste erstmal.
eins, wo ich mich halt so ganz hart dran erinnern kann. Wo ich runtergegangen bin, hab den Autositz geholt, bin hochgegangen zum Kreißsaal wieder. Und ich sag euch nur eins, das schwöre ich euch, das Leben besteht aus Zweifeln. Das weiß jeder. Man ist sich nicht sicher, habe ich den richtigen Job, habe ich die richtige Frau, also da bin ich mir sicher, keine Angst. Aber gerade jetzt noch viel mehr als die zuvor und vorher auch. Man hat aber tausend Zweifel. Keine Ahnung, wo soll's hingehen? Mache ich das richtig? War mein vorheriges Leben gut, schlecht? Würde ich das wieder so machen? Ja, nein. Ihr wisst, was ich meine. Das ist das erste Mal im Leben, dass ich wusste einfach, es ist einfach nichts anzuzweifeln. Ich weiß zu 1.000.000%, dass diese Sache, dieser Kleine, dass es richtig ist und dass ich nie im Leben etwas anders machen würde und dass das ist das Erste, was ich richtig erreicht habe in meinem Leben. Wisst ihr, dass ich richtig erreicht habe? Natürlich auch meine Freundin, die ich über alles liebe, so, ne? Aber dieses Gefühl, jetzt endlich was erschaffen zu haben, was von Wert ist, was wirklich von Wert ist, scheiß auf alles andere und dass ich weiß, ich habe was richtig gemacht, würde nie im Leben irgendwas anders machen. Und ich bin so glücklich darüber, dass das so passiert ist, wie es passiert ist, wisst ihr? Ja, das ist schon ein krasses Gefühl. Übertrieben krasses Gefühl. Ja, und ich werde 939. Ist er gekommen. 3512 Gramm schwer. 36 cm Kopfumfang. 51 cm groß. Und ich dachte mir, ich muss mir das merken. So, wisst ihr, nein, nicht, dass ich das nicht vergesse. 8.7.9.31 Das vergisst du nicht. Weißt es einfach. Diese Zahlen hast du im Kopf. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, was ich euch noch mitteilen wollte. Ich glaube, das langt. Außer, dass ich euch noch sagen möchte, ich werde den Kleinen, soweit es geht, raushalten aus Social Media. Wird vielleicht mal von hinten zu sehen sein, vielleicht mal ein Beinchen oder so. Ist einfach nicht zu vermeiden, weil er jetzt Teil von meinem Leben ist. Ich ihn dabei haben werde und ihn nicht immer gleich zur Seite legen kann oder irgendwo hinlegen kann, dann habe ich ihn halt mal auf dem Arm. Aber ich werde ihn höchstens von hinten zeigen oder wie gesagt mal ein Bein oder so. Werde das auch, wenn es geht, vermeiden. Werde ihn jetzt nicht so in den Mittelpunkt ziehen, werde eine Nebenrolle irgendwo einnehmen. Sehr emotional für mich das Video, wie ihr euch vorstellen könnt. Fühle mich einfach gut, fühle mich glücklich. Ist nicht geschlafen, richtig. Aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Ich glaube, wir belassen es bei dem Video. Ich weiß nicht, wie viel kommt jetzt die nächsten Tage bei Instagram oder sonst wo. Gibt auf jeden Fall noch einen Livestream nächstes Wochenende spätestens dazu auf Twitch. Würde mich auch freuen, wenn ihr da ein Abo da lasst. Oder wenn ihr mich bei Instagram nicht abonniert habt, gerne auch da. Mir einen Daumen oben lasst fürs Video und ein Abo gerne. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken.